Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. So, der große Review zum neuen X-Men Patch geht weiter. Wir schauen uns jetzt hier die anderen Charaktere an. Wenn ihr das hier seht, das ist der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich vorher released. Klickt einfach oben rechts auf das i und wählt die Episode vorher aus. Dann wisst ihr schon, worum es geht. Wir verlieren hier keine Zeit und machen sofort weiter mit den nächsten Charakteren, die wir uns anschauen werden. Denn jetzt haben wir hier Storm. Also Storm, los geht's. Storm, ja, ihr Standardkostüm, mehr oder weniger ihr aktuellstes Standardkostüm, das sie hat. Oder hatte, besser gesagt. Info, Ororo Monroe. Oder Monroe. 1,80 groß, 66 Kilo. Ororo Monroe alias Storm ist ein Nachkomme einer antiken Reihe afrikanischer Priesterinnen, die durch ihre Mutation die Fähigkeiten haben, die Elementarkräfte des Wetters zu manipulieren. Sie war viele Dinge. Eine Diebin, eine Göttin, eine Anführerin der Mutanten, aber am wichtigsten für sie immer andere Mutanten und die Welt zu beschützen. War für sie immer, ne? Okay, soviel dazu. Ihre Stürmer sehen so aus und ich muss sagen, Storm ist definitiv einer meiner Lieblings-X-Men. Ich mag Storm sehr, sehr gerne. Und zwar dafür, für das hier. Diebin, Göttin, Anführerin der Mutanten und andere Mutanten in der Welt beschützen, ja. Sie ist eine begnadete Anführerin, unheimlich intelligent und hat eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Deswegen gucken wir uns das mal Storm an. Also nicht nur deswegen, sondern wir machen jetzt mal hier weiter. Alle Verbündete Tempo plus 1%. Und da muss ich sagen, Nat Marble? Seriously? Von all den Fertigkeiten, ich meine, ich bin damit zufrieden, dass sie ein Stoßcharakter ist, aber von all den Anführerfertigkeiten, die eine begnadete Anführerin wie Storm, ihr habt es sogar hier reingeschrieben, Anführerin der Mutanten, ja, sie war und ist aktuell Anführerin der X-Men, sie ist aktuell, bei dem aktuellen ongoing Comic, X-Men Gold, ist sie Anführerin des X-Men-Teams, sie ist mindestens genauso gut wie Cyclops als Anführerin. Okay, vielleicht nicht ganz so gut, aber fast genauso gut. Genauso gut. Ja, auf eine andere Art und Weise. Und sie kriegt sowas als Anführerfertigkeit. Das ist lächerlich. Ich weiß, die haben sich wahrscheinlich gedacht, Rückenwind und sowas. Aber das ist wirklich lächerlich. Also, ich bin enttäuscht. Alle Verbündeten Blitzschaden 12% erhöht. Immunität gegen Blitzschaden 50%. Das ist der nächste große Witz. Hallo? 12% Blitzschaden erhöht. Okay, sie hat wahrscheinlich Blitzschaden irgendwo mit dabei bei ihren Fertigkeiten. Gucken wir uns gleich mal an. Aber 12%? Das ist doch lächerlich. Und 50%ige Immunität gegen Blitzschaden? Also, entweder man ist immun oder nicht. Ja, 70%. Okay, wie das bei den Feuerdingern ist. Warum nur 50? Gucken wir uns den nächsten Skill an. Wettergöttin. Akkumuliert 3% echten Schaden. Ne, das habe ich ja gerade erklärt, was das bedeutet. 3% des echten Schadens wird gesammelt. Kann 10.000 nicht übersteigen. Also mit anderen Worten, wenn man Auge des Sturms, verbessert den Effekt von Auge des Sturms. Ah ja, das ist das hier. Ach, das ist schon verbessert. Warte mal. Das hat bloß 36%. 6% hier und 30 hier. Und wenn man es verbessert ist, hat das gerade aber 12,50. Das ist ja noch lächerlicher. Okay, und was das bedeutet ist, je mehr Schaden sie bekommt, umso mehr Schaden macht sie. Ja, ihr Fertigkeitsschaden erhöht sich dann praktisch um 1%. Je mehr Schaden sie bekommt, um 1% und, achso, 0,3% pro 1% des Schadens und fester Schaden auch nochmal. Also es kann sein, dass sie ziemlich viel Schaden macht. Und wenn sie nicht wirklich richtig absolut kranken Schaden raushaut, von vornherein schon, damit das hier extra als wenig angesetzt wurde, damit es ein bisschen ausgeglichen ist, dann sehe ich schwarz für Storm. So, was haben wir hier? Blitzschlag. Verursacht Schockschaden. 10% alle 1 Sekunde, 5 Sekunden. Das ist ziemlich mächtig, muss man sagen. Kann sie sehr oft aktivieren. Vielleicht hat sie auch viele Invincibility Frames. Das kann auch sein. Sie kann ja fliegen, ne? Tempo reduziert alle. Das ist auch ziemlich cool. Macht also Gegner langsamer. Wenn du manuelle Steuerung verwendest. Ach so, ständig Feind in Nähe an. Ah ja, okay, auch hier. Das kann man gedrückt halten, so wie es aussieht. Ähnlich wie mit Cyclops. Der dritte Skill ist Tempo minus 5. Ach so, also sie hat viele Fertigkeiten, um Gegner zu verlangsamen. Schutz gegen 3 Treffer. Ah ja, es kann sein, dass das noch hochskaliert für mehrere Treffer. Also kann sie zumindest schon mal Schutz aktivieren. Das ist sehr, sehr gut. Der vierte Skill, ja, einfach Energieangriff, okay. Der fünfte Skill, auch einfach Energieschaden. Sie macht nicht immer Blitzschaden. Der fünfte ist Blitzschaden, der vierte nicht. Der dritte ist auch nicht Blitzschaden.
Der zweite ist auch nicht Blitzschaden. Und das ist auch da ist Blitzschaden. Also nur 1 und 15 Blitzschaden. Okay, also insgesamt muss ich sagen, sehen wir schwarz. Sehe ich schwarz. Stürmer habe ich schon mal gezeigt. Ihr Team sieht folgendermaßen aus. Natürlich hat sie ein Torkorps-Team, weil auch sie bei der Torkorps war. Oder beim Torkor. Aber eben mit einem anderen Skin. Sie hatte dann einen kleinen Mini-Mjölnir. Den Sturm überstehen, okay, also natürlich alles Blitzcharaktere hier, ne? Mit Thor auch wieder ein Team hier. Die drei, schlechter erster Eindruck, hatten wir schon mal gesehen. Königshaus von Wakanda, genau, die beiden waren ja mal zusammen, ne? Die waren ja mal ein Pärchen, haben Wakanda regiert. Blitz, natürlich auch Magneto, ne? Zusammenarbeit mit dem Feind. Beast, ganz klar. Cyclops, ganz klar, weil beide Anführer der X-Men sind hier stets nochmal. Und wie kann einer Anführer der X-Men einen so schlechten Anführerskill haben? Mehr als nur Freunde, weil die beiden waren auch ein Paar. Zuletzt, bevor Wolverine gestorben ist. Okay, also, schauen wir uns mal die Fertigkeiten von ihr an. Los geht's, Storm! Na gut, erst einmal ihre Fernkampfangriffe. Ah ja, sie schießt die Blitze. Die Blitze, sag ich, den Wind, kennt man ja, ne? Wirbelstürme. Ihr seht es, im Nahkampf. Das finde ich ziemlich cool, dass sie im Nahkampf einen Rückwärtssalto macht. Mit einem Kick. Weggeht von dem Gegner, ihn wegdrückt, ne? Um ein bisschen Abstand zu schaffen. Zack, wegdrücken. Und damit den Wind weitermacht. Finde ich ziemlich cool. Der erste Skill: Kettenblitz. Okay, man kann nie meckern über einen Kettenblitz. Ziemlich direkter Blitzschaden. Trifft alle Gegner in der Nähe. Auch ihr Auto-Attack, ne, trifft mehrere Gegner, was ziemlich cool ist, über die Entfernung. Blitzschaden zwischendurch, um Gegner zu zappen. Zappen macht hohen Schaden, 10% wie gesagt. Gucken wir uns mal den zweiten Skill an. Ach ja, das ist wie Cyclops, ultimativer Skill wie Cyclops 5er Angriff. Es bleibt dauernd aktiv. Was sie macht ist, der Gegner muss praktisch, muss praktisch dagegen ankämpfen. Der Gegner wird langsamer. Ach, das kann man dauerhaft gedrückt halten. Guckt euch das mal an. Wenn ich mich bewege, hört das auf, ja? Also ich drück's nur einmal, weil ich das hier bei mir nur einmal drücken muss. Das bleibt aktiv. Gegner wird verlangsamt und muss zu uns hinlaufen, um anzugreifen. Man kann das Ganze gedrückt halten oder man läuft weg, ja? Okay, der dritte Skill. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Hier, sie macht dann praktisch, ach, sie macht eine Aura um sich. Guck mal. Hier, ne? Schutz gegen drei Treffer. Wirbelstürme fliegen um die Gegner und sie hat diese Windaura um sich herum. Okay, aber die macht gar nichts, die Windaura. Das heißt einfach bloß Schutz gegen drei Treffer. Das ist das nämlich. Na gut, das geht bestimmt hoch auf mehrere Treffer. Schauen wir uns mal den vierten Skill an. Okay, das hat mir sehr gut gefallen. Wir gucken nochmal, dass wir es richtig sehen können. Sie macht einen Wind um die Gegner und dann Blitze obendrauf. Sehr cool. Ja, ihr merkt schon, Storm und Crystal haben viel gemeinsam. Der Unterschied zwischen Storm und Crystal ist, Crystal kontrolliert alle vier Elemente. Und Storm wird zwar immer als Göttin der Elemente bezeichnet, aber tatsächlich kontrolliert sie nur das Wetter, in Anführungszeichen, wenn man es genau nimmt. Ich gehe jetzt nicht in die wissenschaftliche Erklärung, wie sie das macht, aber sie kontrolliert im Prinzip das Wetter, also Wind und Blitz und sowas, ne? Kann sie dann eben beherrschen. So, der fünfte Skill, also es drückt Gegner weg, ne? Finde ich ziemlich cool. Hält sie fest. Und stunt sie auch noch. Gucken wir uns mal den fünften Skill an. Ach du Scheiße, aber das finde ich cool. Das sieht sehr kraftvoll aus, sehr mächtig. Gucken wir uns nochmal an, wie das letztendlich im Spiel ist, muss man dann sehen. Wind und Blitz. Okay, testen wir ganz kurz, was hier von Iframes sind. Den ersten Skill. Natürlich keine Iframes, außer dass die Gegner geschockt sind. Der zweite Skill. Keine Iframes. Die Gegner können weiterhin angreifen, aber sind natürlich viel langsamer. Okay, vielleicht steigt da noch die Rate, mit der die Gegner langsamer sind, also der Wert. Der dritte Skill. Das scheint ein Iframe zu sein. Ich gucke mal ganz kurz. Nein, ist kein Iframe, glaube ich. Sie wird trotzdem getroffen. Die Gegner machen keine Anstalten aufzuhören. Aber sie werden halt abgelenkt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das ist kein Iframe. Falls doch, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich glaube, das ist keiner. Gucken wir uns mal den vierten Skill an. Das ist auch kein Iframe. Aber sie hat halt Schutz vor drei Treffern. Ach nee, das war das hier mit den drei Treffern, ne?
genau. Da seht ihr es nämlich, Treffer. Achtet mal da oben drauf. Wenn das ein Iframe wäre, dann würden die Treffer nicht weggehen. Aber die Treffer gehen sofort wieder weg. Ne, seht ihr? Okay. Der vierte Skill. Das ist ein Iframe. Habt ihr gesehen? Der da rechts an der Ecke hat aufgehört. Achtet mal auf den hier unten rechts in der Ecke. Wenn ich jetzt meinen vierten Skill aktiviere, der hört auf zu schießen. Also ein Iframe. Gucken wir uns mal den fünften Skill an. Auch das ist ein Iframe. Okay, also mit anderen Worten, Storm kann sich mit ihrem dritten Skill vor mindestens drei Treffern schützen. Vielleicht geht es ja noch hoch. Und ihr vierter Skill, genauso wie ihr fünfter Skill, sind Iframes. Ja? Wenn Storm nicht selbst absolut kranken Schaden raushaut, um ihre schwachen passiven Fertigkeiten auszugleichen, da kann man praktisch davon ausgehen, dass sie keine Passiven hat. Ihre Tier 2 Passive, die hier unten, könnte tatsächlich sehr mächtig werden. Es kann sein, durch ihren Schutzschild, den sie aufbauen kann, durch ihre Iframes, dass sie dann letztendlich sehr, sehr, sehr mächtig wird. Aber ganz ehrlich, Anführerfertigkeit und ihre Passive sind völlig für den Hintern. Kann man komplett vergessen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie, naja, irgendein Charakter, der Energieschaden macht, als Anführer nehmen für sie oder so. Aber gut, so viel zu Storm. Jetzt schauen wir uns den nächsten Charakter an. Ein Charakter, über den ich mich sehr freue. Ich bin froh, dass er mit dabei ist. Nämlich Beast. Meiner Meinung nach einer der von vielen Fans am meisten underrated Charakteren. Ich persönlich mag Beast sehr, sehr gerne. Ich glaube, er ist deswegen underrated oder wird deswegen von so vielen... Er ist sehr beliebt, aber ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute, die ich kennenlerne, mögen Beast nicht so richtig. Einer meiner größten Vorbilder mag Beast sehr, sehr gerne. Und ich finde, Beast ist ein ziemlich cooler Charakter. Er hat sich entwickelt, er sah früher menschlich aus, ist immer mehr Beast-like geworden über die Jahre. Das Besondere an Beast ist... Henry Hank Philip McCoy, 1,80, 1,82 Kilo, also 182 Kilo. Hank McCoy war eines der Gründungsmitglieder der X-Men. Allein dafür gebührt ihm Respekt. Er ist ein Mutant der tierischer Kraft und mit tierischer Kraft und Beweglichkeit. Trotz seines bestialischen Erscheinungsbilds hat Hank einen brillanten Intellekt, besonders wenn es um Wissenschaft geht. Ganz genau. Er ist einer der intelligentesten Menschen der Welt. Er ist ein begnadeter, absolut genialer Wissenschaftler und ein super guter Kämpfer. Also... Was soll man mehr haben als einen Charakter, der intelligent ist und kämpfen kann? Ja, das finde ich super klasse. Er kann ja nicht nur mit den Fäusten kämpfen, sondern auch noch Gadgets bauen. Seine Anführerfertigkeit. 7,5% physische Angriffskraft für alle Verbündeten. 45%. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Beast ist ein Beast für physische Angreifer. Stellt euch mal vor, ihr nehmt so einen mit als Anführer und dann auch noch Wolverine ins Team oder so, ja. Das ist brutal. Das ist brutal. Passive Fähigkeit. Wenn CP unter 65% sind, gerät er in eine Art Berserker-Modus, ja. Er hat dann für 10 Sekunden alle diese Werte erhöht. Das ist quasi daueraktiv, ja. Es hat bloß 3 Sekunden Abklingzeit. Also, er kriegt 10% mehr Tempo. Angriff, kritische Chance und Ebene 2 ist, alle Verbündeten kriegen kritische Chance, für alles um 8% erhöht, Regenerationsrate um 10% erhöht, erlittene Schaden um 15% reduziert. Einfach nur, wenn er im Team ist. Jetzt macht ihr ihn zum Anführer. 45% physischer Angriff, ihr habt Wolverine mit im Team und dann kriegt Wolverine auch noch 8% mehr kritische Chance, 10% erhöhte Regenerationsrate und erlittene Schaden 15% reduziert. Was glaubt ihr, was das für ein Kampfteam ist? Die werden sowas von abgehen, das sind Bestien, das sind absolute Biester und ihr seht, wo das herkommt. Habe ich schon mal sein Team gezeigt? Sein Team sieht so aus momentan, ja hier, Schutzpatron der Wissenschaft, Lincoln Campbell, das ist Hawkeye natürlich, Storm, hier seht ihr, das Bestien der X-Men, sind sogar noch ein Zweier-Team zumindest, ja. Kein Dreier-Team, aber ein Zweier-Team, das ist schon stark, also sie sind ein sehr gutes Team. Einser-Skill, hoher physischer Schaden, ziemlich straightforward, so wie Wolverine. Tosender Tumult, auch hier, ziemlich straightforward. Hier auch nichts Besonderes, wilde Bestie. Das hier macht sogar Binden, Hirn und Muskeln. Gucken wir uns gleich mal an, das ist nämlich sehr interessant, weil er nämlich auch ein bisschen zeigt, dass er intelligent ist. Und der fünfte Skill, ganzer Angriff 10% erhöht, Verteidigung erhöht alle, Geschwindigkeit erhöht alle, Verteidigungsdurchdringung erhöht. Physischer Schaden, also im Prinzip bedeutet das 40 Sekunden Abklingzeit, er bufft sich selbst für 15 Sekunden, wenn man Abklingzeitreduzierung hat, 50%, hat das 20 Sekunden Abklingzeit, ja, das heißt, ihr könnt alle 20 Sekunden euch für 15 Sekunden brutal buffen.
Das ist, die Werte werden wahrscheinlich auch noch hochgehen, ja. Vielleicht geht auch die Abklingzeit runter, ich weiß nicht so genau, aber auf jeden Fall gehen die Werte hoch, wenn man das hochzieht. Zumindest der Schaden geht hoch und das ist super, ja. Er hat ja schon diesen Buff hier, dazu kommt noch dieser Buff hier, dann hat er noch diesen Buff hier. Also er ist, diesen Buff meine ich hier, also er ist ziemlich, ziemlich buffy. So, Stürmer habe ich schon mal gezeigt, oder? Ich weiß nicht genau, ich scroll mal ganz kurz durch. Er hat sogar Agent Venom als Stürmer, guckt euch das mal an. 20%, wenn er angegriffen wird. Logan, 19%, wenn du angegriffen wirst. Also, ziemlich, ziemlich cool. Gehen wir mal die Fertigkeiten Vorschau. Weil seine Iframes werden nämlich jetzt noch viel über ihn aussagen. Also, Beast, schreit wie ein Beast. Schauen wir uns mal ganz seine Fähigkeiten an. Fernkampf. Okay, ihr seht, er rennt so. Wenn ich jetzt angreife, dann rennt er ganz schnell zum Gegner hin und slasht ihn einfach nur, kratzt den Gegner. Okay, nichts Besonderes, ja, finde ich in Ordnung. Ist schnell, ist okay, kann man nicht meckern. Was haben wir hier oben? Er nimmt den Schaden, reduziert alles seine Passiven. Na gut. Ne, hier, tierische Instinkte. Okay, schauen wir uns mal den ersten Skill an. Nichts Besonderes, ein X-Slash, er springt hoch, greift den Gegner an. Ob das ein Iframe ist, werden wir sehen. Ich glaube es nicht, dafür ist es zu kurz. Aber es ist auch nur sein erster Skill. Schauen wir uns mal den zweiten Skill an. Ein Combo, der ihn an einen anderen Punkt setzt, direkt hinter den Gegner. Kann man nicht meckern, ist ziemlich cool, weil ihr wisst, ihr greift an, springt hinter den Gegner. Also ihr unterbrecht den Gegner kurz, springt hinter ihm. Da kann man nicht meckern, ja, das ist in Ordnung. Ihr wisst ja, ich mag Attacken, die den Charakter neu positionieren. Gucken wir uns mal den dritten Skill an. Ziemlich cool. Also er macht einen interessanten Combo, weil ihr wisst, er kämpft mit Händen und Füßen gleichermaßen gut. Seine Füße kann er benutzen wie seine Hände. Deswegen, ne? Ziemlich mächtig. Das Besondere ist, er schlägt den Gegner hoch, wie ihr seht hier. Ne? 1-2, dann schlägt er ihn hoch. Und das Hochschlagen bricht Attacken ab. Sehr mächtig. Gucken wir uns mal den vierten Skill an. Und das ist gemeint mit Hirn und Muskel. Er ist sehr intelligent, er benutzt Gadgets, die er selbst bauen kann. Und das finde ich so cool am Beast. Er schmeißt Strom, zappt den Gegner. Der Gegner ist gefesselt und kann sich nicht bewegen. Außerdem slasht er noch durch, macht einen kompletten Combo, kratzt ihn noch ein bisschen, springt von ihm weg. Sehr schön. Gucken wir uns mal den fünften Skill an. Also er brüllt, bufft sich komplett. Ne, seine ganzen Werte haben wir ja schon mal gesehen. Und das Brüllen macht, glaube ich, keinen Schaden. Oder doch, es macht sogar Schaden, haben wir ja gesehen. Es macht Schaden und betäubt den Gegner. Ja, das ist immer, immer gut, wenn er sich selbst buffen kann, auch noch Schaden macht und Gegner noch betäubt. Also ja, CC auch. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob er irgendwelche Iframes hat. Erster Skill, kein Iframe. Zweiter Skill, kein Iframe. Dritter Skill. Dritter Skill ist ein Iframe. Ja, ganz genau. Und zwar am Anfang noch nicht, aber wenn er hochspringt, das ist ein Iframe. Ihr seht, die Gegner hören auf und tun, als wären wir nicht da. Es fängt sofort an. Also drittes Skill scheint sogar sofort. Sofort auf Anhieb. Ja, ein Instant Iframe. Sehr gut. Der vierte Skill. Der vierte Skill ist auch ein Iframe, aber ganz am Anfang. Ja, ganz genau, ganz am Anfang. Also, wenn er das Teil schmeißt, ihr seht es hier, wenn er wegspringt, das Teil schmeißt und dann hin und her springt, ist ein Iframe. Aber wenn er dann vor dem Gegner stehen bleibt, jetzt nicht mehr. Also es bedeutet, ihr müsst dann quasi das hier machen und danach gleich die 3. Dann habt ihr quasi eine Iframe-Kette, ja? Also zuerst die 4 und dann, sobald er stehen geblieben ist, dann die 3. Dann seid ihr derzeit komplett unverwundbar. Und die 5, den Gegner zu stunnen. Aber es ist kein Iframe, wie ihr gesehen habt. Okay, also Beast hat 2 Iframes. Was ich ziemlich cool finde, einen halben und einen ganzen, ja, für die halben Attacken und die ganzen Attacken. Ich persönlich muss sagen, bis jetzt sieht es so aus, als wäre Storm der schwächste Charakter von allen, oder Beast, ja, von diesen Charakteren. Weil, Beast hat, ich weiß nicht genau, wie hoch der Schaden von Beast ist, das muss man sehen. Beast hat 2 Iframes, er kann sich aber nicht unverwundbar machen und er hat keine Heilungsfertigkeiten. Bei Storm sieht es so aus, als hätte sie extrem Schaden. Ich kann mich aber auch täuschen. Man muss halt jetzt sehen, wie der Schaden von den Attacken letztendlich innerhalb des laufenden Spiels ist. Darum bin ich dankbar für eure Kommentare. Also ich halte die 3 bis jetzt hier mit Abstand am stärksten und die beiden bis jetzt hier schwächer. Also wenn man sagen kann, dass er hier S ist, er hier S und sie ist SS, dann werden die beiden hier, naja, die werden wahrscheinlich A-Tier sein, ja? Also ein bisschen schlechter als die beiden. So,
Schauen wir uns mal, aber das heißt nicht, dass die schlecht sind, ja? Ich habe gesagt, im richtigen Team, Beast im Team mit Moon Knight oder mit Agent Venom, ihr habt ja gesehen, da ist sogar noch ein Striker oder mit Wolverine, ist ein Beast. So, schauen wir uns mal Rogue an, ein Charakter, auf den ich persönlich mich ganz besonders gefreut habe, denn ich persönlich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren ein großer Fan von Rogue. Rogue war der erste X-Men, von dem ich ein Fan war, und das seit ich 10 bin, ungefähr 10, 11, ne, so in dem ungefähr von dem Alter, als ich damals schon die ersten X-Men versus Spiele gespielt habe, ne, 2D-Spiele, X-Men Legends habe ich gespielt, da war Rogue immer mein Hauptcharakter, und dementsprechend habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe es nie erwähnt, welche meine Lieblings-X-Men sind, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die jemals kommen werden. Aber, dass wir uns nicht falsch verstehen, ne? Von den 6 X-Men, die wir bis jetzt hier gesehen haben, die ich bis jetzt gezeigt habe, Rogue zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer, von den 6 X-Men sind diese 3 meine Lieblinge. Ja, auch wenn ich persönlich Storm und Beast für ein bisschen schwächer halte, Rogue wird sich gleich noch herausstellen, aber diese 3 sind meine Lieblinge. Ich würde die 3, den 3 hier jederzeit vorziehen. Auch wenn der eine oder andere vielleicht anderer Meinung ist, jeder hat ja seine eigenen Lieblingshelden und hat auch verschiedene Gründe, warum. Ich persönlich mag Charaktere, die intelligent sind, die gute Anführer sind. Und ganz ehrlich, alle von denen waren mal Anführer. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Oder sind. Und zu den dreien zieht mich einfach mehr hin als zu den dreien. Von der Art her, wie sie kämpfen, von der Art her, wie sie sich in die Comics verhalten, wie sie reden, was sie sagen, wie sie handeln, all diese Dinge. Deswegen diese Charaktere hier, ja. Das ist so mein Stil an Charakteren. So, und nachdem ich ja so gut wie, wenn man sich meine Charaktere anschaut, die ich gelevelt habe, ich habe praktisch, ich zeig's mal ganz kurz. Nachdem ich praktisch, na komm schon, lade ein bisschen schneller. Ich habe keinen einzigen weiblichen Charakter gelevelt, ja. Sharon Rogers, weil sie ist Pflicht, um überhaupt irgendwie voranzukommen. Und Hawkeye, aber auch nur deswegen Kate Bishop, weil wir sie ja geschenkt bekommen haben, mehr oder weniger. Man hat ihre Biometriken immer bekommen. So, ansonsten seht ihr es noch nicht einmal irgendwie großartig geplant. Hier nochmal ein paar geplant, weil es Pflicht ist, sie für Ghost Rider, sie wegen Energieschaden als Anführerfertigkeit und sie hier wegen ihrer Passiven. Ansonsten eben habe ich keinen gelevelt, weil ich irgendwie ein Fan von denen bin. Der einzige weibliche Charakter, den ich jetzt anfange zu leveln oder angefangen habe zu leveln, weil ich eben ein Fan bin, mehr oder weniger, oder gerade dabei, ein Fan zu werden, ist eben Crystal, ja, weil ich Crystal ziemlich cool finde. Ansonsten ist da kein weiblicher Charakter dabei, weil meine weiblichen Charaktere, die ich gerne mag, alle bei den X-Men waren. So, und hier haben wir 2, Rogue und Storm, und außerdem ist Rogue einer meiner größten Lieblingscharaktere aller Zeiten, aus ganz Marvel. So, deswegen gehen wir mal ganz kurz zu hier, von den X-Men sowieso, und schauen uns mal ihre Skills an. Bei Info, Anna Marie, ihr Nachname ist nicht bekannt, noch nie revealed worden, 1,72, 54 Kilo, Rogue gehörte ursprünglich der Bruderschaft der bösen Mutanten an, ist inzwischen aber seit langer Zeit ein loyales Mitglied der X-Men, ganz genau, das war so epic, als sie als Gegner kam und sich da an den X-Men angeschlossen hat. Also sie ist tatsächlich einer von den wenigen Bösewichten, die tatsächlich gut wurden und dann eben für die X-Men gekämpft haben. Durch physischen Kontakt kann sie die Fähigkeiten, Gedanken und Erinnerungen anderer absorbieren und dadurch Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlichen Kräften erlangen. Was hier so ein bisschen unepisch klingt, ist, sie kann, wenn sie jemanden berührt durch Hautkontakt, nicht nur einfach seine Kräfte bekommen, nicht nur einfach seine Erinnerungen und Gedanken, ja, seine Fähigkeiten, sondern sie bekommt auch seine Psyche. Alles, was er fühlt, seine Gefühle, kriegt sie auch mit. Das ist eine große psychische Belastung für Rogue, was sie schon mehrfach zu einem, zum Zusammenbrechen geführt hat, ja? Also, dass sie zusammengebrochen ist. So, psychisch zusammengebrochen, meine ich, weil sie einfach, wenn sie jetzt einen psychopathischen Killer anfassen würde, dann hätte sie auch psychopathische Gedanken, ne? Wisst ihr? So ungefähr ist das. Und es dauert lange, bis sie sich davon wieder löst. Stürmer sind hier natürlich die Avengers, Vision und Captain America sind natürlich mit dabei, weil sie ja aktuell die Anführerin ist von dem Avengers Unity Squad. Also
eine Mischung aus X-Men und Avengers, das nach dem X-Men vs. Avengers Event gegründet wurde. Captain America hat damals Havoc zum Anführer gemacht, Havoc ist nicht mehr und deswegen ist jetzt eben Rogue die Anführerin genannt worden von Captain America. Rogue als Anführerin genannt worden. Deswegen habe ich gesagt, auch sie ist eine Anführerin, war schon immer Second in Command oder Anführer und ist jetzt eben Anführerin. Naja, natürlich sind die X-Men mit dabei. Ich werde wahrscheinlich irgendwie, komm, wir gucken uns mal die Teams an. Was kann ich denn für Teams mit Rogue bauen? Ne, das hier. Die drei Macht der Helden. Die drei waren zum Beispiel bei dem Avengers Unity Squad, also bei den Uncanny Avengers. Ja, so heißt die Comicreihe. Die lese ich seit Anbeginn der Zeit und ich bin ein großer Fan von dieser Comicreihe. Ich lese jeden einzelnen Comic, verpasse nichts, keine einzige Ausgabe. Und da waren die drei eben die Hauptmitglieder. Ne? Thor war mit dabei, er war mit dabei, sie war mit dabei. Natürlich war noch Wasp auch noch mit dabei. Sie ist auch noch ein Team mit Captain America, wachsendes Vertrauen. Ne? Ganz klar, warum. Kraft von Captain Marvel, logisch. Sie hat ja mal die Kraft von Captain Marvel bekommen für eine Zeit lang. Hat sie jetzt nicht mehr. Aufregender Kuss ist, glaube ich, eine Anspielung an den Film. Und hier mit Magneto, überraschende Beziehung. Ja, Rogue war tatsächlich mal mit Magneto zusammen. Und ich glaube, das Team hier oben, das wäre ein Team, das ich gerne machen würde. Cap, Thor und Rogue. Das wäre so ein Dream-Team von mir, denn ich liebe alle drei Charaktere und dann hätte ich endlich mal ein geiles Team auch mit Thor zusammen. Könnt ihr euch drauf freuen. Mit Cap ist ja auch noch ein Team, also das wäre so mein Stil, ja? Mein Stil an Charakteren. Und wegen den drei Charakteren habe ich übrigens auch damals angefangen, die Comic zu lesen, ja? Rogue war nicht mehr bei den X-Men, sie ist dann halt mit Cap zu den Avengers Unity Squad gegangen und Uncanny Avengers hat begonnen, der Comic. Wasp war dabei, Havoc war dabei, Cap war dabei, Rogue war dabei, Thor war dabei und das war einfach geil. Das hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich glaube, die drei hier, oh Gott, ja, ich werde es tun. Ich werde es tun. So, schauen wir uns mal die Fertigkeiten an. Anführer. Chance auf alle Verbündeten, 4% Chance auf Immunität gegen alle Schadensarten. Okay, grundsätzlich, wenn ich das mal hochbuffe, 24%ige Chance auf Immunität gegen alle Schadensarten klingt extrem geil, ja. Das ist ähnlich wie bei Luke Cage. Die Frage ist nur, wie lange hält das an? Bedeutet das, dass ich eine 24%ige Chance habe, dass der nächste Treffer keinen Schaden macht? Oder 24%ige Chance, dass der Treffer, der mich gerade getroffen hat, keinen Schaden macht? Naja, jedenfalls wäre sie in Verbindung mit dem Team, das ich gerne machen würde, mit Cap und mit Thor, sie hat bloß Cap als Striker, nicht mal Thor, mit Cap und mit Thor zusammen zum Beispiel als Team, ja, wird sie die Gegner, die Teams noch tankier machen. Massenkontrolldauer 10% reduziert, kann man nie drüber meckern, ja, Massenkontrolldauer ist immer gut, um das weniger zu machen, außerdem hat sie das hier, erlittener Schaden um 17% reduziert, da wird sie noch mehr tanky, garantiertes Ausweichen 23% verbessert, sie kann noch besser ausweichen, alle Buffs und Effekte um 100%, Dauer um 30% erhöht, also sie kann sich auch noch besser buffen, das heißt, das betrifft alle Buffs und Effekte, ja, also ziemlich cool, Entschuldigung, das bedeutet also, ja, noch mehr tanky, ist aber nur auf sich selbst, ja. So, das ist gut, weil sie ist ein Speed-Charakter. Speed-Charaktere waren immer ein bisschen benachteiligt hier. Jetzt haben wir mal einen Speed-Charakter, der ein bisschen tanky ist. Erster Skill, Dauerfeuer. Oder Barrage im Englischen. Physischer Angriff, ja, kann man nicht meckern. Gucken wir uns mal an, kurze Abklingzeit. Zweiter Skill, und hier wird's interessant. Kraftabsorbierung. Entfernt aktiven Buff beim Ziel. Eine Sekunde. Anwenden auf sich selbst, physischer Buff. Also, wahrscheinlich gehen diese Werte hier noch hoch, ja, ihr Buff. Sie bufft ihre physische Angriffskraft für 10 Sekunden, sie macht physischen Schaden auf Einschlag, oder Energieschaden auf Einschlag sogar. Physischen Energieschaden. Ach, das Skill mit physisch macht aber Energieschaden, so rum. Und außerdem entfernt sie einen Buff von einem Ziel. Das bedeutet, wenn sich ein Gegner bufft, irgendwie stärker macht, sei es Doctor Strange, sei es Captain Marvel oder irgendein anderer Charakter, der irgendwie sich stärker macht, vielleicht sogar Jean Grey oder so, ja, die sich auch buffen kann mit ihrer Ultimate, Rogue macht das einfach weg und wird als Dank sogar noch ein bisschen stärker. Das ist eine interessante Art, wie das umgesetzt wurde. Es ist lange nicht so mächtig, wie Rogue wäre. Eigentlich müsste Rogue auch universal sein, weil Rogue alles kann und sie hat das Potenzial, der mächtigste Charakter des Universums zu sein, wenn sie die Macht aufsaugt. Und es gab eine geile Szene, wo sie das gemacht hat, wo sie Nightcrawler kam zu ihr und ein riesiger, stellt euch mal vor, Rogues Kopf ist ein Planet und ein Celestial, ein riesen Celestial, der so groß ist wie mein Mauszeiger, wollte sich auf die Erde, oder größer ist, fast so groß wie die Erde ist, wollte sich auf die Erde draufstellen, die Erde vernichten.
Was Rogue gemacht hat, ist, sie hat sich mit Hilfe von Cyclops zu jedem, mit Hilfe von Nightcrawler zu jedem einzelnen X-Men teleportiert, hat jeden einzelnen X-Men angefasst, hat die kompletten Kräfte von allen X-Men auf der ganzen Welt eingesammelt und ist dann hochgeflogen und hat einen Fuß gehalten. Einen einzigen Fuß von diesem Celestial, damit aufgehalten, dass der Celestial auf die Erde stürzt. Da war noch, wie heißt er nochmal schnell? Mir fällt das Name nicht von dem mit ein, der noch mit dabei war. Fällt mir später ein, keine Sorge, ich komme da noch drauf. Nicht Hyperion, wer war das nochmal? So ein anderer Mächtiger. Oh, es wurmt mich. Na gut, ist auch egal, ich bin gerade im Rogue-Fieber, ihr merkt schon. Der dritte Skill. Lebenszug. Lebensendzugschlag. Maximal TP-Reaktion 1%, eine Sekunde. Okay, also sie greift den Gegner an und heilt sich um 1%. Ja gut, ist okay. Ich gehe mal davon aus, dass das noch hochskaliert, ja? Dass das vielleicht auf 5% oder so hochgeht, schätze ich mal. Das hier macht auch nur physischen Schaden, okay? Piledriver und Energieexplosion, auch das entfernt einen Buff. Also sie kann mit ihren zweiten und mit ihrem fünften Skill Buffs entfernen vom Gegner. Außerdem erhöht sie ihre komplette Angriffskraft, Verteidigung, Geschwindigkeit, 100% Chance gegen alle Immunität gegen alle Schaden. Also sie wird sogar noch immun. Also sie kann sich immun machen, kann auch noch heilen. Physischer Schaden wird erhöht. Also macht auch noch physischen Schaden, so rum. Also mit anderen Worten, ich persönlich denke, dass Rogue ein sehr guter Counter ist für Gegner wie zum Beispiel Jean Grey, Doctor Strange, weil diese Charaktere sind Blaster. Ja, oder sogar gegen Cyclops. All diese Blaster-Charaktere, die momentan Meta sind, die so mächtig sind, dass selbst Tempo-Charaktere keine Chance haben, werden jetzt eben durch Rogue als Tempo-Charakter Probleme kriegen, weil Rogue relativ tanky ist und denen die Buffs raubt. Ja, das ist praktisch. Ob sie da wirklich Schaden anrichtet, werden wir sehen. Schauen wir uns mal die Fertigkeiten an. So, sehr gut. Also, Rogue ist da. Was hat sie hier für Skills? Ah, okay, das ist das. Das ist das und das ist das. Na gut, dann wollen wir doch mal angreifen. Sie hat ja ihre alte Kampfstellung, was ich sehr cool finde. Wir greifen mal an mit normalen Angriffen. Also, sie fliegt einfach zum Gegner hin, verpasst ihm Schläge und Kicks. Ja, Rogue kämpft wild. Kennt man ja. Machen wir mal den ersten Skill. Einfach nur Schlag und Uppercut. Kann man nicht meckern. Bricht anscheinend auch Attacken ab vom Gegner. Ziemlich cool, muss ich sagen. Gucken wir nachher mal, ob es Iframe hat, wenn sie hochspringt. Ähnlich wie Beast. Der zweite Skill. Aha, das ist der Angriff, wo sie sich selbst bufft und dem Gegner schon mal eine Fertigkeit wegnimmt. Sie fässt ihn an. Gegner ist sogar noch kurz gelähmt. Und dann dasht sie noch durch ihn durch. Das ist sehr gut, weil sie nimmt dem Gegner einen Buff weg, macht Schaden und wechselt ihre Position. Dritter Skill. Ach, guck mal hier. Nichts Besonderes. Sie schlägt den Gegner einmal. Aber das Tolle ist, der Gegner wird weggedrückt. Das ist ein Rettungsschlag. Und sie heilt sich für ein bisschen. Es hält vielleicht sogar noch ein paar Sekunden länger an, dass sie quasi eine Regenerationsfertigkeit hat. Interessant. Schauen wir uns mal den vierten Skill an. Okay, definitiv ein Iframe. Scheint auch ein sehr langer zu sein. Erinnert ein bisschen an Ant-Man oder sowas in der Richtung, ne? Schauen wir uns den fünften Skill an. Hat gerade ein bisschen gehangen. Alter Schwede. Okay, sie macht eine fette Energieexplosion. Das Tolle ist, sie ist dann die komplette Zeit über unverwundbar. Und wenn es aufgehört hat, noch volle 4 Sekunden. Alle Werte sind erhöht. Sehr, sehr, sehr cool. Also ich bin jetzt schon ein Riesenfan. Gucken wir ganz kurz, wo die Iframes sind. Okay, der erste Skill hat keine Iframes. Wäre auch übertrieben. Gucken wir uns mal den zweiten Skill an. Der zweite ist ein Iframe. Sie klaut den Buff. Ihr seht es, der da hinten hat auf zu schießen und dasht durch. Und erst wenn sie mit Dashen fertig ist, dann schießen die wieder. Also zweites ist ein Iframe. Gucken wir mal den dritten Skill. Auch der dritte Skill ist ein Iframe, weil die Gegner aufhören. Ne? Wenn der Gegner weggedrückt wird, auch ein Iframe. Der vierte Skill. Auch ein Iframe. Wie erwartet, ein ganz langer. Und der letzte Skill muss kein Iframe sein. Aber guckt euch mal diesen Flächenschaden an. Ist, glaube ich, auch ein Iframe, aber ist auch egal, ist eh unverwundbar. Ja, ist kein Iframe, glaube ich, ist ja aber unverwundbar. Na gut, also mit anderen Worten, ihr zweiter, dritter und vierter Skill sind Iframes. Der fünfte Skill ist Unverwundbarkeit, sie kann sich selbst heilen, sie kann Buffs vom Gegner wegnehmen. Also, ich denke, sie ist ein sehr, sehr, sehr starker Charakter.
mit einer der besten Tempo-Charaktere. Ich glaube, die besten Tempo-Charaktere, die es momentan gibt, kann man wirklich von einer Hand abzählen. Das sind nicht viele, aber Rogue zählt definitiv mit dazu. Also wenn ich jetzt mal rausgehe und ich gebe auf Tempo, die besten Tempo-Charaktere sind eindeutig Gwenpool, jetzt vor allem, wo sie ihr Kostüm hat, dann Kate Bishop, Silk, das sind alles Frauen, ne? Elsa Bloodstone und sowas wie Rogue. Also Rogue auf jeden Fall auch, ja? Wenn ich drei nennen müsste, die besten sind, würde ich sagen Gwenpool, Rogue und Elsa Bloodstone. Das wären, oder vielleicht sogar Silk, ja? Über Elsa Bloodstone und Silk kann man sich streiten. Ich glaube, Elsa Bloodstone ist ein bisschen besser als Silk. Aber das sind meiner Meinung nach die drei besten Tempo-Charaktere, die es momentan gibt. Also ziemlich cool. Ja, schauen wir uns Ryan Magneto an, dann sind wir hier nämlich auch durch. Magneto. Er heißt hier Max Eisenhardt. Ja, Max Eisenhardt, er ändert seinen Namen immer wieder, hat verschiedene Aliases. 1,88 Meter groß, 86 Kilo. Magneto, der Meister des Magnetismus und Revolutionär der Mutanten, ist einer der mächtigsten und berüchtigsten Widersacher der X-Men. Trotz ihrer gegensätzlichen Ansichten hat Magneto bereits genauso oft Seite an Seite mit X-Men gekämpft wie gegen sie. Richtig, Magneto will ja nicht gegen die X-Men kämpfen. Er ist nur missverstanden von den X-Men. Er will einfach nur die Menschen auslöschen. So, und die X-Men wollen das halt nicht. Aber wenn jemand die X-Men bedroht, ihr seht es hier, er kämpft auch nur mit den X-Men zusammen. Seine Teams sehen so aus. Naja, hier, Großvater, Fragezeichen, Red Skull und so. Da ist ein bisschen Geschichte mit hinten dran. Aber ansonsten nur X-Men. Er gibt sich gar nicht mit den Menschen ab. Seine Anführerfertigkeit. Verbündete Mutanten, alle Angriffskraft plus 45%. Das ist krank. Was soll man dazu sagen? Er ist halt einfach sowas wie Black Bolt, nur für die X-Men. Hier haben wir 62%. Ach so, bei 62% Blitzschlag. Ach so, hier, der macht automatisch Schaden auf Feinde in der Reichweite. Das ist ja krass. Ne, ziemlich gut. Blitzschaden sogar. Erhöht Schaden gegen Charaktere vom Typ Mensch. Also ihr seht es, Menschen kriegen 80% mehr Schaden. Das heißt, kämpft als X-Men gegen ihn oder als Inhuman. Kämpft aber nicht als Mensch gegen Magneto. Magneto ist krank. Okay, Fertigkeitsschaden erhöht. Alle Debuffs-Effekte auch noch erhöht. Klar, Magneto ist ein Debuffer. Er hält einfach Gegner fest. So, sein erster Skill, Energieschaden. 7 Sekunden, fesselt wahrscheinlich. Sein zweiter Skill, Verteidigung senkt er. Das wird wahrscheinlich auch noch hochgehen, wenn man das hochlevelt, ne? Magnetische Sphäre. Sein dritter Skill, Anwenden auf Feinde, Binden auch noch, ne? Also er kann Gegner verlangsamen, er kann Verteidigung reduzieren, alle auch noch. Das sollte man wahrscheinlich zuerst machen, um mehr Schaden anzurichten. Er kann Binden. Er kann sich sogar vor 5 Treffern schützen für 5 Sekunden. Es kann sogar sein, dass das noch hochgeht, die Treffer. Ich weiß es nicht so genau. Und hier seht ihr das ganze Angriff. Also er kann sich auch noch buffen. Richtig krass. Und macht Energieschaden. Magnetischer Strudel. Schauen wir uns jetzt mal an seine Fertigkeiten. Stürme habe ich, glaube ich, gezeigt. Ja, genau. Also, Fertigkeitenvorschau. Los geht's, Freunde. Das Besondere an Magneto ist, dass seine Skills sehr kurze Cooldown-Zeit haben. Also er kann seine Skills wirklich spammen. Greifen wir mal aus der Entfernung an. Ach, wie geil ist das denn? Das kennt man auch noch aus X-Men vs. Street Fighter. Ich finde, die haben einen tollen Job gemacht hier, die Leute. Und im Nahkampf macht er einfach eiskalt das Gleiche. Er ist einfach so ein Boss, dass er gar nicht... Ach hier, das ist das, was alle paar Sekunden prockt. Ne? Gegner in der Nähe kriegen einfach Blitzschaden in seiner Nähe. Das ist ziemlich cool. Okay, so, nee, aber das war's doch schon, ne? Er ist like a boss, bleibt daneben, die Gegner stehen und lässt einfach seine Passive alles machen. Guck uns mal den ersten Skill an. Ach, du Scheiße, er hebt Gegner hoch. Das bricht auf jeden Fall Attacken ab. Der zweite Skill. Macht Verteidigung weg vom Gegner. Da haben wir schon mal gesehen. Sehr gut. Und ich muss sagen, diese Novum um ihn herum, die prockt einfach dauernd. Also wer neben Magneto steht, kriegt einfach dauerhaft Schaden und weggedrückt. Sehr mächtig, vor allem gegen Nahkämpfer. Okay, gucken wir uns mal den dritten Skill an. 100%ig ein I-Frame. Er fliegt nämlich hoch und fesselt die Gegner allesamt. Und macht Schaden. Okay, gucken wir uns den vierten Skill an. Schutz vor 5 Treffern und er drückt sie auch noch weg. Also auch hier bewegt er die Gegner wieder. Ne, wenn ich jetzt mal rangehe an Gegnern. Ne, er schiebt sie rum und danach fliegen da Gegenstände rum, die Gegner die ganze Zeit treffen. Sehr cool. Der fünfte Skill. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Guckt euch das mal an, da kommt Gegenstände.
Da kommen einfach random Gegenstände auf die Gegner geflogen. Das ist ja cool. Und ihr seid frei, euch zu bewegen. Nebenbei habt ihr auch noch Buffs, ja? Also er bufft sich selbst. Alle möglichen Gegenstände fliegen auf die Gegner, Autos und Metallteile. Dazu macht ihr auch noch andere Buffs, wie zum Beispiel diesen Skill hier. Ja, ihr könnt alles spammen. Das ist sehr, sehr gut. Gucken wir uns mal ganz kurz an hier. KI an. Fünfter Skill. Kein Iframe, aber ihr seht es, da kommt alles mögliche runter. Vierter Skill. Auch kein... Vierter Skill ist sogar ein Iframe. Ja, vierter Skill ist ein Iframe. Und er lädt dann auf, dass er gegen 5 Treffer nicht getroffen werden kann. Also ihr seid erstmal unbesiegbar. Und wenn ihr fertig seid, habt ihr Schutz vor 5 Treffern. Sehr gut. Der dritte Skill. Auch ein Iframe, wie erwartet. Wenn er hochgeht, seht ihr es an dem da hinten. Der greift euch nicht an. Achtet mal auf die hinteren. Ne? Die greift nicht an. Also eindeutig ein Iframe. Der zweite. Kein Iframe. Der erste Skill ist auch ein Iframe. Okay, also Magnetus, erster Skill und vierter Skill und dritter Skill. Ach, sein erster Skill, sein dritter Skill, sein vierter und sein fünfter Skill. Nein, sein fünfter Skill nicht, Entschuldigung. Sein erster, dritter und vierter Skill sind Iframes. Also auch hier kann man wunderbar durch Iframes durchrotieren. Und wie sollte es anders sein? Ausgerechnet jemand wie Cyclops ist immun gegen, ist ein Counter gegen Iframes, ja? Meiner Meinung nach, um jetzt mal alles zusammenzufassen, Heilungsfähigkeiten, CC, Anführerfertigkeiten, Iframes, würde ich die Charaktere folgendermaßen einsortieren. Ich würde sagen, Klasse Doppel-S ist meiner Meinung nach Jean Grey. Weil Jean Grey hat meiner Meinung nach einfach das komplette Skillset. Sie hat alles und sie ist brutal. Sie wird auch mit Sicherheit hohen Schaden machen. Sie ist quasi Dormammu 2.0. Dormammu und Dr. Strange, wenn die beiden vögeln würden und würden ein Kind produzieren, ein sehr dämonisches, höllisches Kind, ja, dann wäre das wahrscheinlich so eine Jean Grey. So, Rang Doppel-S, Rang S, einfach nur Rang S, würde ich 4 Charakteren geben. Cyclops, Wolverine, Rogue und Magneto. Der Grund ist ganz einfach der, Cyclops, habe ich schon mal erklärt in der Episode vorher, Cyclops macht mit Sicherheit hohen Schaden, er ist ein Counter gegen Iframes und hat selbst ein paar Iframes zu bieten, hat Unverwundbarkeit zu bieten. Wolverine hat zwar nur ein Iframe, wenn ich das richtig gesehen habe, aber hat eine richtig kranke Heilung und er wird mit seinen kritischen Treffern so übertriebenen Damage machen, da gibt es einfach keine Worte mehr für, außer nicht feierlich. Rogue, weil sie eine Nische ist. Rogue ist meiner Meinung nach eine Nische. Sie ist grundsätzlich ein guter Tempo-Charakter. Sie wird die meisten Blast-Charaktere mit Leichtigkeit wegprügeln. Sie hat viele Invincibility-Frames, also viele I-Frames. Sie hat viele Unverwundbarkeit. Sie kann sich gut buffen. Sie kann Gegner debuffen. Und das ist das Besondere. Sie kann nicht die Gegner debuffen, sondern sie nimmt die Buffs vom Gegner weg. Ja, der Gegner hat keine Buffs, der Gegner kämpft quasi nackt gegen sie und das ist brutal bei jemandem, der bei Skin zu Haut-zu-Haut-Kontakt stärker wird, ne, wisst ihr? So, und Magneto hat meiner Meinung nach auch Rang S, weil er hat, die 4 Charaktere haben eben, also Wolverine, Cyclops, Rogue und Magneto, haben meiner Meinung nach nicht Jean Grey-Klasse, aber Magneto habt ihr gesehen, 3 Skills mit Iframes, großer Flächenschaden, viel Kontrolle über die Gegner und eine Anführerfertigkeit, die es einfach in sich hat. Ja? Deswegen würde ich Magneto, Rogue, Magneto, Rogue, Wolverine und Cyclops Rang S geben, Jean Grey Rang SS, aber die ist auch am schwersten zu bekommen. Überlegt selbst, wen ihr als nächstes levelt, wie ihr Spaß dran habt. Storm und Beast würde ich Rang A geben, weil ich denke, Storm hat genug Iframes, um trotzdem durchzuhalten. Sie hat auch Schadensreduzierung, also beziehungsweise Treffer, wo sie unverwundbar ist. Und Beast hat einfach unheimlich geile passive Fertigkeiten, die super synergieren mit Moon Knight, mit Agent Venom, mit Carnage oder mit Wolverine. Ja? Deswegen denke ich, Beast ist sehr gut, halt eben Nische, weil physische Charaktere, vielleicht auch für jemand wie Daredevil oder so, wäre das ganz gut. Auf jeden Fall ein physischer Charakter sollte mit Beast zusammen sein. Deswegen, weil das eben ein bisschen eingeschränkt ist, sein Nutzen, würde ich sagen Rang A. Aber innerhalb der physischen Charaktere ist Beast definitiv ein S. Ja? Und Storm muss man halt mal sehen, wie sie sich dann im Kampf macht. Das tut mir im Herzen weh, das zu sagen. Aber ich persönlich denke, Storm ist, nachdem ich mir alles angeschaut habe, auf den ersten Blick
der schwächste Charakter von denen. Das heißt aber nicht, dass Storm insgesamt schwach ist, sondern es kann gut sein, dass sie eben einen versteckten Nutzen hat, auf den ich jetzt einfach nicht komme. Und deswegen bin ich dankbar für jeden Kommentar, für jeden Tipp. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, welche Teams ihr benutzen möchtet. Auf welche Charaktere freut ihr euch am meisten? Welchen Charakter werdet ihr als allererstes leveln? Welchen Charakter werdet ihr farmen? Welchen Charakter ich als erstes farmen werde? Könnt ihr euch bestimmt schon denken, welchen Charakter ich als erstes leveln werde, in den ich alles investieren werde, könnt ihr euch bestimmt schon denken. Und wie man diese Charaktere bekommt, besprechen wir gemeinsam in der nächsten Episode, im dritten Teil von dem Patch Review 3.1.0, weil es 3.1.0 ist, machen wir, 3.1 Folgen wahrscheinlich draus. Auf jeden Fall hoffe ich, darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Marvel Future Fights. Und in der nächsten Episode schauen wir uns mal die neuen Events an. Und schalten den ersten Charakter frei für mich, den ich gerne freischalten möchte, weil ich ein großer Fan bin. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert mit den neuen X-Men. Also, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.